Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal hier aus meinem Gewächshaus. Die halbe Tomate hängt schon im Bild. Ja, es geht heute um das Thema Mulchen. Soll ich meine Tomaten mulchen, ja oder nein? Ich sage hier einfach ein ganz klares Ja. Warum, werde ich euch gleich sagen. Und vor allem möchte ich euch auch in dem Video zeigen, womit ich mulche und wie ich es auch mache. Wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Boden um den Tomaten rum schon gemulcht. Ich habe mich für angewelkten Rasenschnitt entschieden. Persönlich finde ich das auch am besten zum Mulchen, gerade von Tomaten. Man kann natürlich auch andere Sachen nehmen, wie zum Beispiel Laub oder aber auch Tomatenblätter, Brennnesselblätter. In der Regel hat man jetzt aber nicht so viele Tomatenblätter, dass man die hier alle auslegen kann. Ihr seht es aber, wenn ich hier zum Beispiel meine Tomaten mal ausgeize, dann landet das auch hier mit drin. Das könnt ihr also auch zusätzlich noch machen. Was man nicht nehmen sollte, ist zum Beispiel Rindenmulch. Das empfiehlt sich nicht für die Tomaten. Aber mit angewelktem Rasenschnitt klappt das wunderbar. Wichtig hierbei, lasst so ein bisschen um die Tomate herum Platz. Entschuldigung übrigens, dass es so laut ist, aber heute ist extrem windig und man hört das leider am Klappern des Gewächshauses. Also hier um die Tomate im Erdreich so ein bisschen Platz einfach lassen und wichtig auch, die Mulchschicht nicht dicker als 2 bis 3 cm auftragen, einfach aus dem Grund, da er sonst Wühlmäuse oder auch Schnecken anlockt, die möchten wir natürlich nicht im Gewächshaus haben, und dann legt er das einfach so gleichmäßig im Beet aus und ja, dann ist für eine gute Mulchschicht in eurem Tomatenbeet oder Gewächshaus gesorgt. Wie man das Tomatenbeet mulcht, habe ich euch gerade gezeigt. Jetzt bin ich euch noch die Antwort schuldig, warum man das Ganze macht, wo der Vorteil ist. Ganz klar, zum einen, ihr vitalisiert damit den Boden. Das ist einfach gut für den Boden, für die Nährstoffe. Und die Wasserverdunstung ist auch nicht mehr so groß. Das heißt, ihr müsst weniger gießen, verbraucht somit weniger Wasser. Müsst auch nicht so häufig gießen, das spart Zeit. Und der andere Punkt ist auch einfach, es kommt nicht mehr so viel Unkraut hoch. Man muss allerdings, wenn man das Ganze mit Rasen macht, darauf aufpassen, dass man Rasenrückschnitt nimmt, der jetzt nicht zu lang ist, wo jetzt vielleicht nicht noch Unkraut oder auch vielleicht schon ein Rasenhalm drin war, der schon einen Samen hat, beziehungsweise irgendwas anderes an Unkräutern, was geblüht hat, und seinen Samen ausschmeißt. Wenn ihr das natürlich hier mit reinmulcht, dann habt ihr auch wieder Unkraut im Beet. Also nehmt einfach Rasenrückschnitt, der etwas kürzer ist. Ja, das war das Video zum Thema Tomatenmulchen. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist auch schnell gemacht. Rasenrückschnitt hat man in der Regel eh immer da. Das Ganze kostet nichts und ja, ist am Ende besser für die Tomaten. Einfach aus dem Grund, weil der Boden vitalisiert wird, weil ihr Wasser spart und weniger Unkraut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!